Bei so viel Fußspuren, aber nö. Die fliegt doch auch schon wieder in der Luft, ne? Es ist komisch, irgendwie fliegt hier so viel Losung rum. Erdanziehung gibt es hier nicht. Mag vielleicht auch an England liegen. Wir wissen ja nun, dass auch die englischen Enten alle einen leichten Hau haben. Vielleicht kann der Code das, was die Enten nicht können, vernünftig fliegen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Call of the Wild, nur mit Bogen. Mega gut. Der Elch am Ende der letzten Folge war natürlich jetzt nochmal das absolute Highlight. Mega geil. Ich habe immer noch das leichte Grinsen im Gesicht. Auch wenn es jetzt kein Dia war. Es reicht mir, es reicht mir. Also davor haben wir in erster und zweiter Folge ja nun definitiv in der zweiten mitgekriegt, dass es nur mit Bogen doch eine Herausforderung ist. Aber jetzt bin ich gerade, ich bin immer noch, ich habe das Grinsen immer noch ein bisschen im Gesicht. Für euch eine ganze Folge her, für mich mal gerade ein paar Sekunden her. Schön, ich freue mich. So darf es gerne weitergehen, denn dann wird es nicht ganz so langweilig und eintönig, wenn wir hier noch weitermachen. Immer einen schönen Abschluss damit bei. Dann läuft das ganz gut. Guck mal, da vorne liegt auf jeden Fall ein Sammelobjekt. Oder warum hat das so komisch gerade geleuchtet? Nee, doch nicht. Okay, das ist natürlich kein Sammelobjekt. Es sah von da hinten gelb aus. Gelb sind bei mir die sammelbaren Objekte. Natürlich wollen wir keine Smarties sammeln oder Frühstücksflockenflakes. Wer damit gerade nichts anfangen kann, ich glaube, das war in der Challenge mit dem Oldtimer, die wir da hatten. Da habe ich es ganz genau erklärt. Ich glaube, es ist gar nicht so verkehrt, wenn wir nach wie vor hier am oder im Fluss bleiben, um unser Ziel erreichen zu wollen. Hier kriegen wir mit Sicherheit noch vielleicht das ein oder andere Bedürfnisgebiet mit. Ist zumindest gerade immer noch so meine Hoffnung. Vielleicht kriegen wir hier auch nochmal einen schönen Weißwedel oder nochmal einen Elch mit. Ich bin immer noch angefixt wegen dem Elch, ne? Und den davor auch. Die waren einfach so schön. So schön getroffen, obwohl ich beide habe eigentlich als ja als verkackt für mich selbst definiert, bevor ich geschossen habe. Umso schöner ist es, wenn es dann doch nicht in die Hose geht. Ist doch einfach herrlich. Für mich ist toll. Ja, die Weißwedel sind hier auf
In jedem Fall unterwegs. Ringfasanen haben wir hier auch am Wasser. Die Enten hören wir schon wieder. Da ist wieder Ringfasanen. Da hat einer ordentlich ins Wasser gekoffert. So, was haben wir hier? Wieder den Ringfasanen. Wer scheißt denn hier mitten in die Botanik und glaubt, es wird nicht auffallen? Das sieht doch mal wild aus. Weißwedel, sehr alt. Okay. Das sieht natürlich nach Rotwild aus. Nach Wild sieht es so oder so aus. Mal so ein richtig schönes Ziel hier, ne? Auf den letzten Metern. Das wäre schon genial. 10 vor 3. Da sollte doch noch irgendetwas durstig sein, oder? Ich muss auch ehrlich gestehen, vielleicht jetzt im Nachhinein. Auch nicht die allerschlauste Idee. Ich hätte mich vielleicht mal auch mit der Map an sich statt mit dem Spiel, wo ich mich ja nun nicht habe spoilern lassen. Vielleicht mit dem Map an sich mal auseinandersetzen sollen. Mit den Bedürfniszeiten und so weiter. Aber wie gesagt, wie ich es am Anfang ja auch schon erwähnte, ich bin in diese Map komplett jungfräulich rein, abgesehen von den paar Folgen bis jetzt. Vom Oldtimer. Wir haben den 10. Februar, wo ich das Ganze jetzt aufnehme. Mal gucken, wann ich die erste hochlade. Also, so viel Folgen hat der Uldi da ja auch noch nicht gemacht. Ich glaube, 4 oder 5, 6, 7 Folgen. Zum England DLC. Ja, gut, und das Preview natürlich, aber ansonsten bin ich da, was das angeht. Nach wie vor wirklich jungfräulich dabei. Souvenirs for all participants as a thank you for all their contributions to supporting the reserve. That way everyone goes home with a little taste of New England. That's all. If you don't mind, could you drop it off at the nearest outpost? Let me see. Okay, there's one in that valley. Just follow the river west. You would really be doing me a solid. Ja, perfekt natürlich. Absolut perfekt für uns, um den Fluss noch ein bisschen weiter zu erkunden. Da ist so eine Anweisung, folge dem Fluss. Gut, wir könnten natürlich auch direkt überlaufen, natürlich schon mal mehr als optimal, ne? Waldteufel? Ist das sowas wie der Tasmanische? Oh Leute, guck mal, wir kriegen noch eine zweite Chance auf das Weibchen von gerade eben, auf die Elchkuh. Ist das das englische Pendant zum tasmanischen Wolf oder was soll das sein? Ich bin da gerade nicht schlau raus geworden. Hey, I realize I barely gave you any info on wood devils earlier. My bad. Maybe you've never heard of them. Because they're Aha. endemic to New England and, well, they're almost extinct, unfortunately. They're mammals, slender build, gray fur. Thing is, they're tough to spot, even when you're close to them. They're extremely nimble. And they tend to hide behind trees when spooked. So you want to focus your search mainly in wooded areas. Hope this helps. Okay, seid ihr jetzt schlauer als ich? Wenn ja, klärt mich auf. Ich bin nämlich gerade durch die Info, glaube ich, nicht wirklich
schlauer geworden. So, jetzt sind wir doch tatsächlich zurück und ich sehe keine Elchkuh. Da sind wir auch glatt reingelegt worden. Da sind wir doch glatt reingelegt worden. So, jetzt sind wir, glaube ich, wieder so weit, dass wir hier gut ansetzen können. Gegenwind ist okay, da brauchen wir uns erstmal nicht einsprayen, da verzichte ich dann lieber drauf. Weil, wofür auch? So, haben wir einen Bullen auch noch da? Nein. Ich weiß nicht, ob wir nah genug dran kommen. Meter hatten wir von immer safe, ne? Auf 40 genullt. Da ist so das Ding, ob ich das gleiche mit 60 Metern... ausprobieren kann. Mit einer 60er Nullung. Aber es sind ja die schweren Pfeile, ne? Das ging vorhin auch schon in eine Hose. Komm, ich würde sagen, wir versuchen das mal. Und wenn es diesmal auch wieder in die Hose geht, ja, ne, dann war es der Versuch wert. Dann wissen wir wenigstens Bescheid und ja, das geht definitiv in die Hose. Das heißt also, 50 Meter können wir uns mit der 40er Nullung leisten. Darüber hinaus keine gute Idee mit den schweren Pfeilen. Die mittleren und die kleineren Pfeile reißen das ja auf jeden Fall, aber damit mit den schweren Pfeilen, das macht da keinen Sinn. Heißt also, wir gehen bei den ab 7 plus Tieren bis 50 Meter dran. Anders geht es nicht. Ah, ja, und da haben wir so wieder die Herausforderung. So, kommt die Kuh? Geht's weg? Ich glaube, sie kommt, ne? Hängt hinterm Baum oder an einem Baum. Ja, oder auch beides in dem Fall. Hm.
Ja, fällt auch wieder. 25 und fällt um. Okay. Ja, damit können wir das auf jeden Fall machen. 50 Meter auf eine 40er Nullung. Warum das darüber dann nicht so klappt, verstehe ich noch nicht ganz. Das macht erstmal so wenig Sinn, ne? Mit dem ganzen Laub hier muss ich natürlich jetzt mal gerade gucken. Ich glaube, da müssen wir doch noch mal ein bisschen umstellen. Ist echt schlecht zu sehen, ne? Wir versuchen mal das Himmelsblau. Ja, in jedem Fall besser. Ich glaube, hier sind solche extremen Farben, glaube ich, einfach besser. Obwohl ich mit dem Orange eigentlich auf allen Maps immer super mit hingekommen bin, nie Probleme mit hatte. Das war immer so eine perfekte Farbe, die sich von jedem Kram richtig schön abgehoben hat. So, jetzt haben wir hier vorne aber doch noch einen Bullen gehabt. Mal gucken, ob wir den hier noch finden. Da hinten ist er. Wenn mich nicht alles täuscht, nein. Das ist ein Weibchen. Ah, pass auf, ey. Der steht im Wald drin, ne? Der steht im Wald. Würde mich nicht wundern. Und dann, wenn du nicht mit rechnest, hast du von hinten plötzlich zwei Schaufeln am Arsch. Ihr versteht, was ich meine. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, wollen wir doch mal gerade gucken, was wir da vorne aufdecken können. 5 Meter, 4, 3, 2, 1 und was haben wir da? Es bleibt ein Fragezeichen. Wie kommt das denn? Ach, Fragezeichen waren ab 40 Meter, ne? Nö. Ist da was geändert? Wurde da was geändert? Normalerweise ist es doch ab 50 Meter gewesen, ne? Dass man dann sieht, was ist. Oder war das bei Fragezeichen schon immer so? Ich bin mir gerade unsicher. Ich bin gerade etwas irritiert. Ach, guck mal an. Den habe ich doch. War das nicht hier? War das hier? Nee, das war's nicht. Ich wollte gerade sagen, heute beim Oldtimer habe ich doch auch in der Folge, ja, wir haben noch Dienstag, wo ich aufnehme, habe ich doch auch beim Oldtimer was mit dem Stein gesehen und sowas. Aber nee, das hier ist ein anderer. Okay. Dann können wir ja uns wieder unserem Ziel widmen. Oder der nächsten Elchkuh, die noch ein bisschen weiter Abstand, ne? Alter Schwede, ich bin auch schon hier laut, ne? Unterwegs. Obwohl ich auch gerade eben nur zwei Balken an der Lautstärke hatte. Jetzt. Dennoch sehr laut gefühlt. So, mal gucken, ob wir die Elchkuh erwischen. Wenn sie denn überhaupt noch da ist. Ich hätte natürlich lieber den Bullen, ne? Der sich hier gerade eben so schön lauthals gemeldet hat.
ist wieder so das Ding, man kann es hier kaum sehen, ne? Guckt sie jetzt zu uns hin oder guckt sie weg? Ich glaube, sie guckt zu uns hin, richtig? Ja, dann können wir das mal riskieren. Na komm schon, 50, 25 und fällt. Keine Ahnung, warum wir auf 50 Meter mit der 40er Nullung so gut hinkommen. Das mit der 60 Meter Nullung dann aber so in die Hose geht. Es ist ein bisschen verwirrend. Zumal die schweren Pfeile ja auch wirklich nicht so weit fliegen, ne? Zumindest steht es ja überall so. Oder ist da irgendwas geändert worden? Ich weiß es nicht. Dennoch bleibt es ein bisschen verwirrend für mich. Auch nur Durchgangsgebiet hier, ne? Ich dachte gerade, vielleicht haben wir Glück und hier ist noch ein Bedürfnisgebiet. Bei so viel Fußspuren, aber nö. Die fliegt doch auch schon wieder in der Luft, ne? Es ist komisch. Irgendwie fliegt hier so viel Losung rum. Erdanziehung gibt es hier nicht. Mag vielleicht auch an England liegen. Wir wissen ja nun, dass auch die englischen Enten alle einen leichten Hau haben. Vielleicht kann der Kot das, was die Enten nicht können, vernünftig fliegen. Dann hätten wir zumindest einen Ausgleich dabei. Meter. So, ich bin mal gespannt, was genau wir da gleich vorfinden. Auf die kleinen Wadenbeißer bin ich auf jeden Fall gespannt. Die kleinen Teufel. Da bin ich mega gespannt drauf. Das erinnert mich eher von der Hütte an Belgien, Holland, Frankreich. Da gibt es auch in manchen Freizeitregionen eben genau solche Hütten. Die sehen doch schon sehr identisch aus. So, was haben wir denn hier?
Achso, die Eimer, genau. Ja, was sagt denn die TikTok? 16.07 Uhr. Aha. One of their main characteristics, in fact. They're utterly and totally. Ich hab's mir schon gedacht. It's a small prank we like to play on newcomers. I make sure to come clean up. Das ist genauso, wie man den Wildhütern Anwärtern in Afrika erzählt. Pack doch mal in die Elefantenscheiße. Riech da dran und leck dran. Wenn es süßlich schmeckt, waren es Elefantenweiber. Ja, und es gibt wirklich Leute, die machen das dann auch. Oh, wir sind hier aber schon gut durchgekommen, ne? Ja, die Weißwede. Is this thing working? Can you hear me? Doc here. How are things, old friend? My son Trevor told you I was visiting, right? Haven't been here in years. Last time Trevor was so good to show me around and we found some peaceful remote spots. So, noch mal reingucken. Entdecke vier Weißwedel und ein Erlegen. Ich würde sagen, das machen wir. Dann würde ich sagen, wir schlafen mal von 8 Uhr. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine halbe Stunde Zeit. Dann gehen wir doch mal runter auf 8. Und dann bin ich nochmal gespannt, ob wir das auch hinkriegen. Ganz wichtig, wir dürfen natürlich nicht vergessen, die Pfeile gleich nochmal zu wechseln für Weißwedel. Leighton hält sich immer noch auf Trab. Ach, sieh mal an. In dem Moment gerade, ne? Als die Viecher gelandet sind. Schreibt mich Oldtimer gerade in WhatsApp an. Genial. Insofern bin ich natürlich gerade nicht gleich zum Stocken gekommen. Schön, sowas gehört einfach damit zu. Voll toll. Ich hatte nämlich eine Frage an den guten Uldi. Weil ich an irgendeiner blöden Mission in Leighton Lake nämlich nicht weiterkomme. Es ist die vorletzte. Ach genau, das ist, wo wir den Wapiti-Bock aus dem Hochsitz raus töten müssen. Und in der Region haben wir, glaube ich, nur 3 oder waren es 4 Hochsitze. Alle nicht in der Nähe von Schlaf-, Trink-, Essensgebieten, also rein die kompletten Bedürfnisgebiete. Alles ein bisschen weiter entfernt rankeulen lässt sich keiner. Ich saß da 8 RL-Stunden dran. Nichts, gar nichts. Wapiti-Weibchen bis zum Abwinken, teilweise Rudelgrößen von 7 bis 9. Kein Bock. Ich habe einen einzigen Bock gesehen. Von hinten. Der war auf der Flucht, bevor ich da war. Weil ein Oller Lux da war. Und dann in-game-Tage gar nichts mehr.
Und da musste ich heute mal Oldtimer fragen, ob er eine Ahnung hat, ob es da einen Trick 77 Ball gibt. Oder ob er noch weiß, in welchen Dingen er gesessen hat. Ja, und das hat mich jetzt mindestens einen Abschuss gekostet, aber ich hoffe, da war auch eine gute Antwort mit bei. Ich werde gleich mal gucken nach der Folge. Und selbst wenn nicht, kann ich dir jetzt schon mal sagen, danke für die Antwort. Aber ich bin mal gerade eher optimistisch als pessimistisch und hoffe, da ist eine gute Antwort gleich in WhatsApp vorhanden. Das ist doch ein ganz schönes End, ne? Wenn ich jetzt mal gerade auf die Uhr gucke, 17 Minuten schon verloren, ne? 8:30 müssen wir da sein. Wir müssen jetzt einfach mal laufen, ne? Ich bin auch manchmal, ne? Also, manchmal fühle ich mich verarscht. So manchmal, ne? So manchmal ist es so. Dann fühle ich mich einfach gerade ein bisschen von der Wildnis verkaspert. Ach shit, ey. Na komm, wir laufen mal weiter nach da. Ich glaube, das war sowieso jetzt nur der eine da, der jetzt sowieso schon weg ist. Weil ein Bedürfnisgebiet hatten wir da vorhin, glaube ich, nicht. Tja. So kann es kommen, ne? So kann es kommen. Und so kann es dann auch wieder gehen. So, Warnruf hebt also auch wahrscheinlich gleich schon wieder ab. Ach, egal. Es ist egal. Wir müssen die Weißwedel haben. Dann darf im Moment das auch mal was hochfliegen. Ich würde sagen, gesund einen drauf gegeben. Die müssten gleich ankommen. Da haben wir jetzt gerade keine Zeit zu verschenken. Nicht, wenn wir die Mission jetzt in dieser Folge vielleicht noch abschließen wollen. Hätte ich jetzt ein Gewehr zur Hand, wärst du tot. In der Luft, aus der Luft, wärst du platt. Ihr habt alle so ein Glück, ihr ollen Vögel und so weiter, ihr habt alle so ein Glück. Da hinten auch schon wieder, da. Der wäre schon wieder down. Und wie safe der down wäre. So, jetzt brauchen wir nur einen schönen Winkel, ne? Und da müssen wir mal dran kommen. Vier mussten wir, glaube ich, markern, ne? Wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe, vier markern und einen verwerten, ne? Das sind
natürlich jetzt die Frage, kommen die jetzt hier alle von oben runter und ich habe es dann gleich im Rücken und versau's mir gleich, oder kommen die alle von der anderen Seite? Ah, die könnte man jetzt so schön mit einer 22er von da hinten wegholen, ne? Ah, richtig safe Abschüsse. Ja, man kann nicht alles haben. So, wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Nein, 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 nein. Zu schnell geklickt. Viel zu schnell geklickt. Wir verlassen. So, und jetzt hoffen wir doch mal, dass hier jetzt auch gleich irgendwas Williges auftaucht. Zeitlich liegen wir eigentlich sehr gut dabei. Die Ingame-Zeit. Die Stream-Zeit natürlich in der Folge gerade ein bisschen blöd. So, wenn hier irgendwo ein Weißwedel auftauchen sollte, zwecks Bedürfnisgebiet, sollten wir ihn doch definitiv von hier erkennen. Und da haben wir ihn schon. Doch ein bisschen weiter weg als geplant. Jetzt stellt sich so die Frage, reicht es wirklich, den einmal anzumarkern? Entdecke, ja. So das Ding, kommen die anderen hier gleich auch noch. Wollen wir noch ein bisschen warten oder schon mal da hinten hin? Oh, da waren doch gerade mehrere Hits, oder? Das ist von der Entfernung natürlich jetzt nicht der Optimalfall. Von daher würde ich sagen, das immer in der nächsten Folge. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, ein Abo, wenn noch nicht geschehen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ich würde sagen, bis dahin und ciao.